So Leute, weiter geht's mit Gebrüll. Und was machen wir als erstes? Natürlich plündern. Und zwar fiel mir nämlich ein, wir waren ja hinten noch nicht drin. So. Und da finden wir nämlich auch noch ein bisschen was. Und zwar ein Krog, eine Bloody Mary und ein Rum. Ja, das sind immerhin fast 300 Goldstücke zusammen. Ja? So, mit Lago unterhalten wir uns noch nicht. Kommst du auch mal aus deiner Hütte gekrochen? So, als nächstes will ich noch mal hier rauf und zwar mit der Lola sprechen. Ahoi, schöner Mann. Hatten wir zwei schon mal das Vergnügen? Bis jetzt noch nicht. Hui, das sollten wir unbedingt nachholen. Später vielleicht. So, jetzt beklauen wir die erste Mal. Mehr ist nicht zu holen. Ja, 20 Goldstücke sind 20 Goldstücke. Da fällt mir gerade was ein. Und zwar würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Soll ich die Dialoge oben einblenden oder soll ich das weglassen? Okay, also könnt ihr mal einen Spruch in die Kommentare schreiben, ob euch das lieber ist, wenn ihr das oben noch lesen könnt, beziehungsweise ob euch das reicht, wenn die erzählen. So. Gehen wir auf jeden Fall erstmal ins Bett und machen ein Nickerchen bis Mitternacht. So, wunderbar. Jetzt gucken wir mal. Das müsste doch genau. Der Elia. Da müsste jetzt hier runterkommen. So. Und der Alice, da müsste jetzt für Rattentuten zusehen. Total blau. So, so blau, dass er nicht mitgekriegt hat, dass wir hier reingeschlichen sind. Und jetzt klauen wir den Buß erstmal richtig schön. So, das ist eine 90er Kiste, mit der können wir nichts anfangen, momentan zumindest. So, da gibt es hier noch eine schöne Goldschale und dann noch ein Pokal. Und hier gibt es noch ein Hühnchen und einen Teller und noch ein Kronleuchter und noch ein Pokal. Ja, das lohnt sich. Das hat sich gelohnt. So, was haben wir hier noch Schönes? Nämlich in der Ecke noch mal eine Truhe. Und die können wir knacken. Das ist schon eine 30-30er. Geht halt nicht schlecht knacken. Hoch immer rüber, immer rüber. Und was finden wir? Noch ein Eisenring für 100 Ecken. Was macht denn der? Waffen. Ach, was? Wurfwaffen und Klingenfest. Eine Perle, Gold und noch ein Silberpokal. Immer her damit. So. Ach so, können wir eigentlich gleich ins Bett gehen. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Wir sind ja freche Schweine. So. Ich weiß nicht, haben die es mitgekriegt? Aber ich glaube nicht. So, zu holen gibt es jetzt hier nicht erstmal nichts weiter. So, jetzt kotzt er hier ein bisschen rum, oder? Ach ne, da ist Rattentuten zu. Quatschen wir mal mitten. Hallo Alistair. So alte Saufsau. Mann. So, wie genau wird rumgebrannt? Wie genau wird rumgebrannt? Das will jeder wissen. Und viele haben's probiert. Es war die Zeit der explodierenden Kessel. Seitdem sind wir vorsichtiger geworden. Nur wenn du wirklich bereit bist, kannst du unser Handwerk lernen. Woran merke ich, dass ich bereit bin? Wenn du dich von 1000 Goldstücken trennst, dann bist du wirklich bereit. Gut, Härte 6 will er da haben, okay, also das kann man vergessen. So, ich will nochmal mit Elia quatschen. Für einen guten Rum braucht man Geduld und Ruhe. Okay, da kommt jetzt nichts weiter dabei rüber. So, da hat er ganze Nacht besoffen. Da klauen können wir ja auch nichts mehr. Also können wir uns hier wieder nach unten machen. Und unsere Beute erstmal verkaufen. Wobei, da steht ja gerade schön in der Gegend rum. Ich mach mal ein F5. Ich wollte eigentlich mal mit ihm kämpfen hier. Genau. Wie sieht's mit dem Kampf aus? Wie sieht's mit einem Kampf aus? Kann nicht schaden. Du lernst am besten, wenn dein Blut spritzt. Genau. Lass uns kämpfen. Oh,
So, jetzt brauchen wir einen Krog. Oh ne, brauchen wir nicht. So, wunderbar. Kommt doch, ist das Bene. So, hat 52 Ruhmpunkte gebracht. Gut gemacht. Habe ich mir nicht eine Belohnung verdient? Wegen mir nimm einen Rum, obwohl ich ihn eigentlich nötiger habe. So, okay. Rum erhalten, 52 Ruhmpunkte erhalten, kann man ja nicht meckern. So, jetzt verkaufen wir noch unsere Beute. Hallo Stone. Was hast du denn für Klingen da? Zeig mir deine Klingen. Ei! So, dazu gekommen ist wieder mal nichts. Also tun wir mal ein bisschen Zeug verkaufen. Ach nee, Moment mal. Ich wollte erst noch mal zu diesem Kunden. Wir haben doch diesen komischen Hut gefunden. Kann das sein, dass der den hier soll, weil der hat doch was davon erzählt? Nö. Nö. Na, kommst du auch mal aus deiner Hütte gekrochen, oder? Der hat doch was davon erzählt, dass ihm die Klamotten abhanden gekommen sind. Ich habe gedacht, der Hut wird vielleicht ihm gehören. So, Klinge her. Zeig mir deine Klingen. Ei! Zeug verkaufen. Oh, da habe ich nicht auf die Uhr geguckt, die Strottel. Na gut. Was können wir ihm jetzt auf alles immer? Was haben wir hier? Ein Endermesser? Wo haben wir ein Endermesser her? Ach so, ja genau, vom Dings hier. Axt eines Versunkenen. Den komischen Hut hier können wir andrehen. So, was haben wir hier noch? Ein Fluchstein. Totenkult, schwarze Magie plus 10. Bringt 160, verkaufen wir. Können unterschiedlich, dieser ist aus Jade. Ja, oder? Heben wir mal auf. Da haben wir keine Dings lernen wollen, kein Zeug, aber ich weiß es nicht, ob da vielleicht. Aber den vielleicht. Ach scheiß, weg damit. Komm hier. Im E-Fall kann man wieder zurückrufen. So, Muskete Kugelsicher. Ah, das würde ich mal lassen. So, der Eisenring, Wurfwaffen, Klingenfestwurfwaffen machen wir eh nicht. So, was haben wir hier? Ein Rubinring. Können wir mal lassen, wegen der schmutzigen Dings da. Unser Äffchen kriegt natürlich keiner. So, gucken wir mal bei Plunder. Hier schenke ich dir die Muschel weg mit der Perle. Was haben wir hier? Eine Schale. Kerzenleuchter. Eine Karaffe, ein Silberteller und drei Silberpokale. So, jetzt sind wir wieder bei 2600 Ecken. Den Hammer behalten wir, den brauchen wir wohl zum Schmieden. So, hat sich ja irgendwo auch gelohnt diesmal wieder. So, da müssen wir Klingen 6 haben, wenn wir schmieden lernen wollen, gell? So, und das will ich auf jeden Fall lernen. Deswegen werde ich jetzt mal anfangen, Klingen hochzujuchteln. Dass wir mal langsam hier ein bisschen vorankommen. So, Nummer 2-2. So, sieht gut aus. Das heben wir uns auf. So, das ist erledigt. Jetzt müssen wir mal ins Logbuch gucken. Legendäre Gegenstände, nee. Titanwaffe, Wertpirat, ja. Darum muss mit. Also wir müssen ja die Rum, das haben wir ja schon gemacht von der Sache her. Wir könnten also jederzeit Pirat werden. Aber da legt der ab. Und ich weiß jetzt gar nicht. Haben wir jetzt noch irgendwas zu erledigen? Bei Vasco Sturm? Eigentlich. Na gut, wir können nochmal runter machen zum Dings nochmal richtig fett rumholen. Ne, Quatsch, nicht rum. Trocken natürlich. So. Was haben wir jetzt für 25? Ich brauche Proviant. So. Herr mit deinem Grog. Ich brauche Proviant. Herr mit deinem Grog. So, sind wir bei über 30. Ja, damit können wir jetzt eigentlich schon leben. Auf 50 werden wir wohl nicht kommen. Ein bisschen. Wir können dann auch im nächsten Ding noch Nein, jetzt habe ich keine Zeit. Noch was machen, also was holen.
Okay, also im auf der nächsten Insel beziehungsweise in dieser nächsten Station beklauen können die auch nicht hier. Mach hier bloß keinen Ärger. Ja, mach du mal den Ärger, sonst hau ich dir aufs Maul, ja. So. Ist was? Steuermann will auch nicht mit uns quatschen. Ja. Ich würde sagen, wir sind jetzt eigentlich so weit, dass wir... Na, kommst du auch mal aus deiner Hütte gekrochen, du Latte? Dass wir, nach... Also, dass wir jetzt hier ein Pirat werden können. Okay, wir haben alle Bedingungen haben wir erfüllt. Zu Kurven gibt es jetzt hier nichts mehr, was wir jetzt dringend brauchen. Ja, können wir nochmal vorbeigucken, was wir noch was hat hier. Zeig mir mal deine Waren. Zeig mir deine Ware. So, ja, da ist ja auch nichts. Was jetzt so ein hier außen... Brandöl. Ach, schmutzige Tricks. Nahkampf. Was? Wichtige Zustand zum Feuerspucken. Mal also Feuerspucken machen. Na, hier ist was los. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. So, Stiefel, da haben wir ja alles eigentlich. Schädelohrring, bringt da irgendwas? Ne, Silberzunge einschüchtern, Fackeln. Ich habe gedacht, dass wir jetzt noch super Sachen wie Häutungsmesser und so finden. Aber das finden wir dann scheinbar doch erst auf unserer nächsten Station. So. Werkbank. Ich bin kein Waffenschmied. Wir sind ja kein Waffenschmied. So. Okay. Würde ich sagen, wir werden jetzt mit Stahlbart sprechen. Und damit geht's dann auch. Na, auf kommst du auch mal aus deiner Hütte gekrochen, du Landratte? Was war denn da am Strand los? Du hast Meeks erledigt? Und einen Versunkenen, mit dem er gesprochen hat. Der Mistkerl Meeks hat uns an Mara verraten. Hab ihm eh nicht getraut. Er gehörte früher zu Captain Garcia. Gut gemacht, Junge. Und denen ist es nicht schade. So. Brauchen wir mal, wer Captain Garcia ist? Wer ist Kapitän Garcia? Hab ich dir nicht gesagt, du stellst zu viele Fragen? Nur diese eine noch. Na gut, Junge. Ich will ehrlich mit dir sein. Du hast dir einen ziemlich ungünstigen Zeitpunkt ausgesucht, um Pirat zu werden. Es gibt nämlich Krieg unter den Piraten. Ich hörte davon. Unterbrich mich nicht! Die Kapitäne Garcia und Crow haben sich mit Mara verbündet. Crow bekam dafür die Titanenharpune und Garcia die Knochenhand. Also sind wir hinter Crow her? Es gibt kein Wir, bis ich davon überzeugt bin, dass du's drauf hast. So, Wie sieht's aus? Nimmst du mich an Bord? So, dann lass mich mal nachdenken. Dass meine Tochter dich mag, macht dich noch nicht zu einem Teufelskerl. Du siehst der Gefahr ins Auge. Hast dich den Versunkenen gestellt. Was ist jetzt? Meine Tochter hatte recht. Du bist zu gebrauchen. Wenn du den Schwur leistest, bist du dabei. So, 200 Ruhmpunkte. Buß ist bereit, den Rum zu liefern. Alle Achtung! Jetzt bin ich beeindruckt. Ich verhandle noch den Preis mit Buß. So. Also wie ich schon gesagt habe, die Gesprächsoptionen sind manchmal ein bisschen durcheinander. Normalerweise hat er jetzt, also wenn ich jetzt das Oberste angeklickt hätte, hätte er noch viel mehr aufgezählt. Okay, also was er so an mir mag, außer Hirten. Dass ich jetzt hier die Gefahr ins Auge blicke und Versunkene, haben wir ja noch mehr erledigt. Okay. Und wie gesagt, da hätte er noch viel mehr aufgezählt. Die Gesprächsoptionen sind halt manchmal ein bisschen durcheinander, aber was soll's, so wild ist das auch nicht. So, was soll ich schwören? Was soll ich schwören? Jeder Pirat, der mit mir segelt, schwört auf sein Blut, dass er dazugehört. Du wirst Teil meiner Mannschaft. Wir segeln und kämpfen gemeinsam. Es gibt kein Zurück mehr. Kein Aussteigen, es sei denn, du stirbst. Wie wird die Beute geteilt? Jeder kriegt seinen Anteil, obwohl ich keine Kaperfahrt vorhabe.
Wir wollen uns doch die Waffe holen. Schon vergessen? Welche Aufgabe habe ich an Bord? Da du weder ein Smoothie noch ein Steuermann bist, wirst du da helfen, wo du gebraucht wirst. Krähenwache, Segel setzen, alles was anfällt. Wohin geht die Reise? Wir segeln zur Schwertküste von Arborea. Crow, dieser verfluchte Hund, ist dorthin aufgebrochen und er hat die Waffe, die du suchst. Wenn du den Schwur leistest, hole ich die Jungs an Bord. Danach soll es dann auch losgehen. Also, wenn du mit einem von der Mannschaft noch was zu bequatschen hast, dann mach das jetzt. Alles klar, ich weiß Bescheid. Dann mach dich bereit, den Schwur zu leisten. So, wer ist dieser Crow? Fragen wir erstmal nochmal. Wer ist dieser Crow? Der Captain der Ghost ist ein düsterer Kerl. Ich bin mit ihm gesegelt, aber jetzt hat er sich Mara verschrieben. Was macht er an der Schwertküste? Jedenfalls nichts Gutes. Wir werden rausfinden, welche Pläne er verfolgt. Freiwillig wird er uns die Waffe nicht überlassen, also werden wir sie ihm abnehmen. Klar? Ei. So, legen wir den Schwur ab. Ich lege den Schwur ab. Dann mal runter mit den Klamotten. Wir werden heute Nacht einen wahren Teufelskerl in unsere Mannschaft aufnehmen. Jeder, der zu meiner Mannschaft gehören will, muss den Blutschwur leisten. Blutschwur? Schnauze, sprich mir nach. Ich gebe mein Blut für meine Mannschaft. Ich gebe mein Blut für meine Mannschaft. Ich gebe mein Blut für den Captain. Ich gebe mein Blut für den Captain. Wir teilen unser Blut, unsere Schätze und unsere Feinde. Der Schwur ist ewig, ein Leben lang und über den Tod hinaus. Willkommen in der Mannschaft! Jetzt trinken wir erstmal einen. Du segelst jetzt mit den Besten. Also, streng dich an, Kleiner. So, quatschen wir nochmal mit ihr. Und? Mag Lola dich noch? Ich glaube, sie hasst mich. Hier, trink mal einen Schluck. Auf die bärtige Jungfrau! Ich schau mal, was die Kombüse so hergibt. So, McLean. Du bist jetzt dabei. Also, hör auf den Captain und führ deine Befehle aus. Und steh nicht im Weg rum. So sind sie halt. Ach, der Dings, der Blake. Ich wette, Lola vermisst mich jetzt schon. So sind sie halt, die Weiber. So. Du sagst es. Na du, Pirat? Ich wusste, dass du es schaffst. Klar, auf zu neuen Taten. Der Alte will einfach nichts über seinen Schatz erzählen. Aber ich werde dranbleiben. Jetzt lass uns hier verschwinden. Verschwinden? Meinst du, wir zwei machen es uns irgendwo unter Deck gemütlich? Hey, nein, ich meinte uns alle. Ablegen, Segel setzen. Aber die Fahrt dauert ja eine Weile. Da findet sich bestimmt eine Gelegenheit. Du sagst es. Schön. Was hältst du von dem Neuen, ne? Ist zu gebrauchen. Stahlbart war schon mal leichter zu beeindrucken. Ja, ja, die gute alte Zeit. Jetzt werden wir uns auf jeden Fall erstmal ein bisschen einkleiden. Und zwar auf dem Kopf setzen wir jetzt einen Piratenhut. Körper brauchen wir jetzt die Piratenklamotten. Die Beine bleibt die schwarze Hose. Füße tauschen wir gegen die Piratenstiefel aus. So. Und der Ohrring bleibt natürlich, gell? Logisch. So. Und schon sieht er doch ein wenig annehmbarer aus, der Kollege. Später kriegen wir nachher noch einen anderen Hut. So. Ja, ich würde sagen, ich gehe erstmal pennen. Abreißen können wir immer noch. Halt, wo war denn deine Koje? Noch eins war da oben. Ja, halt, hat er die Bette gehabt, da Dings. So, bin ich mit dem Klo verloren. Ach, da hier, das war ja auf der Seite hier. Warte, das Bett jetzt ist immer wieder. Ich möchte nicht in der Nacht abreißen, deswegen kann ich es nicht leiden. Ach, das war hier links, gell? Genau.
So, bis zum nächsten Morgen. Wobei schön wir aber auslaufen. Nicht mit nur dunkle Macht. So, quatschen wir nochmal. Ach so, wir könnten jetzt theoretisch noch ein bisschen an Land rumsteigen und da gute Klamotten verkaufen. Aber wie gesagt, das wird uns ja dann den Ohrring kosten und die will ich noch viel behalten. So, quatschen wir mit dem Stahlbart und sagen dem, der soll mal Segel setzen. Und da haben wir noch so ein kleines Auslaufvideo, haben wir dann wieder vor uns. So, Pirat, ab sofort bist du dabei. Unser Ziel ist die Schwertküste. Wir machen uns bereit zum Ablegen. Als Neuer an Bord hast du die Ehre, den Befehl zum Ablegen zu geben. Ja. Und wem gebe ich den Befehl? Ich glaube, dem Dings hier oben. McLean, oder? Hier? Ja. Nicht im Weg rumstehen. Alles bereit machen zum Ablegen. Achtung! Wer gehört, ihr faulen Hunde? In die Wanden! Runter mit dem Fetzen! Klar machen zum Ankerlichten! Ach, sieht das schön aus. Wir werden uns diese Animation dann später nicht mehr laufend angucken, weil die dauert ja auch ein paar Sekunden immer. Das ist schon schade um die Zeit. Es ist dann immer die gleiche Animation. Und das tut ja nun weiß Gott nicht Not. Kann man dann auch wegklicken. So, jetzt sind wir hier an der Schwertküste. So, da sind wir also. Wenn Crow glaubt, er kann sich hier vor mir verstecken, hat er sich mächtig geirrt. Weißt du, wo er ist? Nein, aber ich wette, die Galgenvögel oben am Turm können uns weiterhelfen. Was für ein Turm? Hast du Muscheln auf den Augen? Da oben, das Ding mit den beiden Halunken drauf. Ich hab schon vom Meer aus gesehen. Mit denen werden wir fertig. Vermutlich, aber wir sollten uns vorher mit ihnen unterhalten. Mal sehen, was sie uns zu erzählen haben. Genau, so. Stahlbart und Patty schließen sich mir an. Den sage ich aber jetzt oft, oder? Ja. Jetzt gehen wir erstmal wieder plündern. Kleine Kiste hier. So, Grog, Proviant, Gold. Her damit. So, sonst noch irgendwas hier. Die Insel, die, oder diese Küste. Wir sind jetzt im Übrigen hier unten. Die Ecke ist auch nicht unbedingt klein, also größer auf jeden Fall wie Takarigua. Okay. Und ja, da gibt es dann noch einiges zu finden, zu erbeuten und so weiter und so fort. Okay. Und bevor wir jetzt hier rauf auf den Turm gehen, werden wir erstmal hier unten natürlich ein bisschen wieder aufräumen, solange wir die zwei noch dabei haben. Okay. Hier hüpft nämlich wieder alles mögliche Viehzeug rum. So, hier haben wir noch eine Kiste. Ja, damit. Nochmal Gold und Krog. Wunderbar, das liegt doch. Bin gleich da! Ein schöner kleiner Krakenkrebs, Kakanüsse. Haben wir auch lange nicht mehr gehabt, Kakanüsse. So. Ja. Wir gehen noch gleich mal hier rein. Ich weiß nicht, bevor ich F5 gedrückt habe. Denn hier sind klare Dings drinne, Ghouls drinne. Ich muss mich täuschen. Ach nee, hier. Anders viel Zeug. Dunkelführer. Immer schön drauf aufgeworfen. Das ist ganz schön guter Kalkalber. Okay. So. Ach, ich stehe
gar nichts. Moment mal, ich muss mal hier den benutzbares. Ach nee, Quatsch, das war unter Plunder, gell? Die Fackeln. Ne, wo waren jetzt auf die Schnelle die Fackeln? Ach, da oben, ist bescheuert. Ich mach noch eine Gaganuss. Ja, damit. So, Dunkeltür. Was gibt denn da uns? Ach, eine Kralle gibt da uns. So, gucken wir weiter. Kuckuckbild. Ja, wie gesagt, man muss das hier ausnutzen, gell, wenn man schon hier... Oh, hier steht was. Was stand hier? Ein altes Schwert. Gold, ja damit. Immer her damit. Ja, wunderbar. Ach, ich liebe es, Gold einzusammeln. So, eine Schale. Und doch wieder Kohle. Ja, Kuckuckbild. Ja, mit dem Kuckuckbild. Ich bin dem Kuckuckbild. So, noch ein Kuckuckbild. Was? Noch Goldbrocken, noch ein Koku, ach, das lohnt sich ja hier. So, noch ein Koku. Was? Noch ein Goldbrocken. So, hier noch irgendwas. Ein Erzader, machen wir natürlich gleich noch ein bisschen hacken. Gibt nochmal 5-mal Goldbrocken. So, wunderbar. So, gucken wir noch mal kurz rum hier, aber das war es dann wohl langsam. Hat sich aber ja trotzdem doch gelohnt. So. Auch wenn er ins Wasser geht, haut er die Fackel aus der Hand. Das ist Bremen. Trotzdem nur noch mal rechts links gucken, ob da noch irgendwo eine Erzader oder sowas ist. So. Hier ist noch eine Muschel, sehe ich gerade. Und was liegt hier? Nicht. Wir müssen dann doch irgendwann mal Strandgut sammeln und so ein Zeug. Okay, hier ist wieder Futter. So, weiter als bis zu dem Wasserfall werden wir erstmal noch nicht gehen hier. Oh, da hinten seht ihr die Feuervögel, das sind also neue Gegner hier. Komm, die machen noch Platz, wie wir immer hier sind. Die sind aber auch nicht von schlechten Eltern, die hacken nämlich ganz schön zu, gell? Diese Feuervögel. Da. So sieht er das. Und springen. Oh, letztes hier. Eins aufs Maul hier. Also ich finde, das sind von den ganzen Monstern die hübschesten, die hier rumspringen. Ja. Ah, vorne sind noch zwei. Die werden wir uns auch krallen. Weil sonst müssen wir uns nachher später alleine mit denen beschäftigen, okay? Was ja auch blöd ist. Da wird die Mühle. Na gut, lassen wir die ein bisschen kämpfen hier. Dann bin ich doch nicht damit rumschlafen. Eins ausmachen. Oh Leute, ich muss auch noch meine Zigarette ausmachen, verbrennen wir nämlich gerade hier die Pfoten. So. Alles klar. Ja, wie gesagt, da wird es noch schwer, ja, also immer her damit. Hm. Noch zwei von denen hier. Wie gesagt, wir müssen uns sonst später alleine mit denen anlegen. Das wäre dann ziemlich dämlich. Solange wir... Na. Halt den Engel drauf. Oh. Ich muss mal der Petty alleine überlassen. Ja, immer der Petty. Die hat mehr. Ja. Die ist besser gerade. Lass mich in Ruhe, du Mistvieh. Ich bin gerade nicht so gesundheitlich nicht gut raus. Oh, gut, wo stehen denn, falls ich will. Kannst mich mal, du bist hier. Hier steht mit dem Stallbart rum. Ey, du bist Stallbart. Mach das Viehzeug platt, sagt er immer. Betty, was hast du mit dem Vogel gemacht? Wenn die nicht so gefräßig wären, die Viecher, wären die richtig hübsch. So.
bisschen Stranderkundung hier. Oh, da war eine Oleander. So. Bis hier vorne hin, wunderbar. So, weiter gehen wir dann aber. Oh, was war das? Ah ja, genau. Hier Frachtgut, können wir schon mal aufsammeln. Müssen wir dann sowieso nachher suchen, Frachtgut. Können wir das auch gleich jetzt mitmachen. Noch eine Muschel. So. Da können wir das nämlich jetzt gleich noch mitmachen, das Frachtgut sammeln. Gucken, was wir noch so an Kisten und Truhen finden. Hier haben wir noch eine Kiste. Wunderbar. Flaschenpost sehe ich auch gerade. Matrosenring. Der macht klingenfest 5. Krogmuschel. So, hier ist eine Flaschenpost. So, was steht in der Flaschenpost drin? Du müsst unter Plunderlöhe laufen. Übel riechender Brief erhalten. Und da steht drin, bitte um Hilfe, jemand, der ein Schiff hat und ein Herz. Ich bin auf der Sturminsel, es gibt sie wirklich, holt mich ab. Hier gibt es auch viel Gold, bestimmt. Gruß. Robinson Gruß. Schöne. So, hier war nichts weiter. Da müssen wir aufpassen, weil manchmal das Strandgut, da klotzt dann wirklich bloß eine ganz kleine Ecke raus. Okay. Und das ist dann auch sehr schnell zu übersehen. So. Gucken wir hier oben nochmal, ob da noch irgendwas war. Oh, da war eine Kackernuss. Bringt zwar auch bloß 2 oder 3 Goldstücke oder was. Aber 10 mal 3 Goldstücke sind auch 30 mal Gold. So. Der Seite hier. Das scheint nicht zu sein. Nee. Nee, hier ist nichts weiter. Da darf man nicht reinfallen ins tiefe Wasser. Tschakka. So, hier scheint auch nichts zu sein. Es kann auch sein, dass das von dem angespülten Strandgut das letzte gewesen ist, also dass man von der anderen Seite ran muss, um das Strandgut zu finden. Zählst du in der Strand? Ach doch, braucht nicht, haben wir noch eins. Ich muss noch mal hier ein bisschen gucken auf der Seite. Ja, das sieht jetzt ein bisschen hier rumirrmäßig aus. So, 3 von 10 haben wir, gell? So, was haben wir hier? Abendbrot. Abendbrot im Abendbrot. Ja, mit deinem Dings, Blutwurzel, Dings. Wo haben wir unseren Captain gelassen? Hat er sich verirrt oder was, der Kollege? Oh yeah, Krabbe. Du kannst nicht mal, du müsst viel. Oh, und jetzt gibt's doch die Schnäpse. Blöde Krabbe. Tschakka, und noch ein Goldklee. Also unseren Captain scheinen wir irgendwie verloren zu haben. Naja, passiert halt. So. Gehen wir mal hier außen ein bisschen lang. So, dann wollen wir noch nicht in solche Ecken. Ich will trotzdem noch ein bisschen am Strand bleiben. Hat man die Kiste schon? Die hat man wohl schon, ne? Ja, die ist schon leer. Und? Ach, hier ist das Ruderboot. Ach so, hier sind wir ja gestartet auch, gell? Hier sind wir ja auch gestartet. Gucken wir mal noch hier lang. Oh, schöne Fischschwärme hier, guckt an, Leute. Also 3-mal Strandgut haben wir schon. Müssen wir noch 7-mal finden. Da hinten sehe ich eine Kakanuss. Und noch eine Schädelblüte. So. Ja, gucken wir mal, was hier oben ist. Tada. Also das gibt es hier auf der
auf diesem Abschnitt hier sehr viel solche Kletterpartien. Und ja, meistens endet es nicht mit einer Garganus. Meistens findet man dann auch ein bisschen was hier. Also das sieht aus wie eine Ogerwurzel hier, oder? Hier ist Worker angehäst ja hier. Meistens findet man dann auch hier irgendwie sowas, einen kleinen Schatz oder irgend so ein Kletterradatsch. Aber heute scheinbar nicht. Was haben wir hier hinten? Pulvermond. Ach, der Captain ist wieder da. Hallo Captain. Oh, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu früh. Weil die denken nachher wieder bloß noch an Saufen, die zwei. Wenn wir zu früh oben bei dem Turm ankommen. Hey, hüpf runter. So, hier unten war nichts mehr. Kommt ihr zwei Radautüten? Gut. Dann ist es ja klar. So. Ja. Oh, schade, ich hätte das Strandgut gerne komplett gesammelt. Vorher, aber da wird scheinbar nichts draus, wie es aussieht. Da wird scheinbar nichts draus. Wobei, wo sind wir denn jetzt? Ja, naja, hier ist der Fluss. Ja, sehr viel weiter gibt es nachher auch nicht mehr. Ja, ich gehe trotzdem noch mit da runter. Hier haben wir noch eine Muschel übersehen. Ist hier oben noch irgendwas? Sieht das aus, oder? Ne. Das ist nichts. Kommt jetzt wer? Ich hab Marsch. So, okay, jetzt dieses Wasser, da kommen wir eh nicht lang. Hier oben lang. Hallo, komm. Oh, was war das? Das war doch hier, war doch was? Inne? Ach, eine Mupfel. Eine Mupfel war da hier noch. So. Na gut, ich würde sagen, bevor wir jetzt unsere Stranderkundungstour fortsetzen, mache ich hier erstmal einen Cut. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß dran gehabt und sage dann mal Tschüss hinweg, euer Sheradan.